Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich. Und zwar geht es um die Elektra-Box. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist jetzt die zweite Elektra-Box, die es überhaupt gibt. Das letzten Monat war das die erste Box und die habe ich ja mit euch zusammen ausgepackt. Und da haben mir auch viele unten in die Kommentare reingeschrieben, boah, ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil hier hat sich eine Gruppe Studenten überlegt, dass es total aufregend wäre, sich auf diesen hart umkämpften Boxenmarkt zu begeben und auch eine Box herauszubringen, aber mit ganz besonderen Produkten. Vielleicht mal etwas außergewöhnlichere Farben, etwas frechere Produkte und einfach so ein bisschen was anderes. Bin ich gespannt, wie das dann auch in Zukunft umgesetzt wird. 5 Produkte in Full Size sind hier enthalten. Die Box kostet so ab 13,50 pro Box bzw. pro Monat. Und maximal, wenn du die in eine Einzelbox bestellst, kostet das 14,95. Ich finde es super, super schön, wie die das Boxendesign haben. Sprich, du hast hier wirklich so eine Schleife drum zu. Letztes Mal hatten wir so eine lavendelfarbene Box und eine hier silberfarbene Schleife und jetzt haben wir halt die Dezemberbox, also ganz, ganz klassisch Weihnachten. Rot und Gold finde ich extrem schön. Auch das Logo gefällt mir mit den Sternchen da drauf. Das passt jetzt natürlich auch super gut zum Weihnachtsmotto und ja, das ist wirklich eine schöne Box, ne? Quadratisch praktisch gut ist die und ja, sehr leicht. Also ich vermute, dass wir hier tatsächlich auch wieder sehr viel dekorative Kosmetik drin haben werden und das ist echt klasse, ne? Ich kann das super weiterverwenden. Ja. Und dann versuche ich sie jetzt mal zu öffnen. Genau. Tada. Ein Deckel wurde entfernt. Oh. Oh. Hier fallen direkt Schneeflöckchen raus. Guck mal. So silberne Streudeko-Schneeflöckchen. Voll cool. Okay, hier habe ich ein Kärtchen drauf. Das ist dieses hier. Das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, glaube ich. Beziehungsweise, ja. Das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Oh mein Gott, ich gucke einfach rein und sehe fast nur dekorative Kosmetik. Also das wird richtig geil. Preise stehen hier, glaube ich, doch, dieses Mal stehen hier tatsächlich Preise mit dabei. Großartig. Letztes Mal hatten wir keine mit dabei. Da habe ich mir die rausgesucht und jetzt stehen sie hier mit dabei. Teile dein Aussehen mit uns, abonniere die Elektra-Box und erhalte tolle Rabatte und ein persönliches Geschenk für deine Januar-Box, um das Jahr richtig zu beginnen. Ne? Weißt du Bescheid? Also wenn du die Januar-Ausgabe bzw. die Elektra-Box abonnierst, dann bekommst du auch noch ein Goodie mit dabei. Ich weiß leider nicht, welches das ist. Wir sind einfach mal gespannt, ne? Genau, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, lege ich mir zur Seite, falls ich nicht mehr weiter weiß. So, die haben sich echt gemacht. Doch, wir haben jetzt hier nämlich einen Sticker drauf. Und zwar steht hier drauf, Handmade with Love, thank you especially for you. Also es ist handgemacht mit Liebe und es ist nur für dich und die bedanken sich einfach mal. Mag ich leiden. Wir haben hier tatsächlich irgendwie so einen seifigen, leichten Duft, der da auch mit rauskommt. Keine Ahnung. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Dann öffne ich mal das Klebi. Lässt sich fast, ohne das Papier zu zerreißen, entfernen. Dann haben wir hier den Blick in die Box. Sehen ein bisschen schwarzes Krüppelpapier und ein paar Produkte Luken schon raus. Und das erste, was ich rausnehme, feiere ich ja schon mal mega. Ich habe jetzt gerade ungemachte Nägel. Mache ich heute Abend noch. Das hier ist von Sally Hansen, ein Nagellack Miracle Gel in der Farbe 449 Rhapsody Red. Klar, die kann nicht mehr reden. Das ist ja echt furchtbar, wa? Ja, aber das ist eine richtig schöne Farbe. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe keinen roten Nagellack hier. Aber ich mag Sally Hansen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Qualität. Schon wieder eine Doppelung. Tut mir so leid. Ist halt irgendwann echt dann ganz schön dune, wenn ihr das wirklich durchzieht, was ich euch letztens mal gesagt habe. Ne? Ja, also die würde ich mir zum Beispiel gar nicht so auf meine blanken Nägel drauf machen. Ich gebe mir immer erst einen Basecoat drunter. Ansonsten, ja, habe ich Probleme mit meinen Nägeln. Wenn ihr mir schon auf Instagram eine Weile folgt, also Eduard P, Claudia rückwärts und ein P dahinter heiße ich da, dann habt ihr im Sommer irgendwann mal einen Post von mir gesehen in der ganz normalen Timeline, wo ich gezeigt habe, dass ich einen grünen Nagellack drauf gemacht habe. Seitdem, und das sind glaube ich schon 4 Monate her oder so, habe ich wirklich gelb verfärbte Nägel gehabt. Und jetzt, endlich, nach Monaten, ist so langsam dieser Gelbschleier weg, ne? Also Wahnsinn, da waren meine Nägel hart verfärbt, obwohl ich einen Basecoat drunter hatte. Auf jeden Fall, um nochmal auf das Produkt zurückzukommen,
sehr, sehr hochpreisig, hochwertig und gut. Und deswegen cool, dass es drin ist und eine Full Size. Als nächstes greife ich jetzt einfach mal rein und habe hier etwas, was seifig riecht tatsächlich, nämlich eine Seife. Argan Sauce Soap. Genau, das ist diese hier mit 20 Gramm. Ja, das hat dann wahrscheinlich auch eben so gerochen. Ich weiß nicht, ist das preislich aufgeführt? Nee, das, entweder ist es das Goodie, also was man dann quasi dazu kriegt, wenn man die Box abonniert, oder es ist einfach das Goodie, was jeder so bekommt. Weil wenn die halt so Probegeschichten mit reinpacken, dann listen die die nicht extra in diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, auf. Ne? Da sind nur die Full-Size-Produkte aufgeführt. Und so eine Seife können wir jetzt alle auch aktuell sehr gut gebrauchen. Ne? Also mein Seifenkonsum ist echt sehr, sehr hoch. Wobei das tatsächlich hauptsächlich auf der Arbeit der Fall ist. Ne? Aber gut, weil ich mich zu Hause weniger aufhalte. Ja, als nächstes habe ich hier ein Lippenprodukt drin und hier haben wir wieder so eine exorbitant krasse Lippenfarbe. Das ist von Revlon ein Lippi und zwar, welche Farbe habe ich hier? Revlon Ultra HD Gel Lip Color. Ich habe die Farbe 755 HD Adobe. Mhm. HD Adobe, ich kenne nur den Adobe Reader. Also die Verpackung gefällt mir schon mal richtig gut, das ist sehr hübsch. Gucken wir mal. Ich meine, dieser rote Nagellack passt jetzt auch zeitmäßig sehr, sehr gut. Das ist jetzt nichts Ausgefallenes, aber es passt jetzt einfach, weil die meisten, ich sag mal, weit aus dem Fenster gelehnt, 90% von denjenigen, die sich Weihnachten die Nägel lackieren, lackieren sich die Nägel rot. In welcher Art und Weise auch immer. Schreib mir gerne deine Nagellackfarbe, die du Weihnachten drauf haben wirst, unten in die Kommentare rein. Dann können wir mal vergleichen. So, den hier kann man so hochdrehen. Und das sieht mir nach einer sehr, sehr dunklen Nuance so aus. Letztes Mal hatten wir auch einen recht dunklen mit dabei, ne? Ja, das ist wirklich eine ganz dunkel, weinrot-dunkle Farbe. Den finde ich schön. Ja. Oh, der duftet angenehm. Der hat was leicht Fruchtiges. Hm, angenehm. Schön. So, roter Lippenstift, roter Nagellack. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr special werden, würde ich sagen. Und zwar haben wir hier eine von Freeman Cosmic Holographic Peel-Off Mask. Deep Cleansing Jade oder Jade. Das ist eine Peel-Off Maske. Ei, ei, ei. Hatten wir letztes Mal auch tatsächlich mit drin. Also das ist jetzt quasi ja, ähnlich wie letztes Mal. Da hatten wir eine pflegende Maske und eine Peel-Off Maske mit drin. Habe ich ein bisschen Angst vor solchen Produkten, eben mit meiner Haut. Aber ab und an verwende ich sowas auch mal, ne? Aber ist jetzt nicht so mein Favorite, aber wenn die tatsächlich auch, letztes Mal hatten wir eine lila, ne? Und wenn die jetzt tatsächlich auch so holographisch Silber auf dem Gesicht aussieht, dann feiere ich das schon wieder, ne? Ja, boost your aura and get glowing with this crystal-inspired holographic peel-off mask. Okay, ja, das ist halt, ne? Du sollst deine Aura stärken und Glow ins Gesicht bekommen mit dieser, ja, einem kristallinspirierten Maske. Interessant. Halt Jade, ne? Und Jade ist ja gut auf dem Gesicht. Man kennt ja auch diese Jade-Rolle. Eigentlich wäre das mal so eine interessante Kiste für mich auch. Na, mal gucken. So, hier haben wir jetzt einen großen Oschi. Nee, ich mache erstmal das andere. Und zwar ist das hier ein, das ist jetzt eine Gesichtsmaske auch wieder. Also das finde ich irgendwie cool, dass du halt quasi eine reinigende Maske und danach halt wirklich so eine Calming-Maske hast, also eine beruhigende Maske von Technik wieder. Sheet Mask with Green Tea and Licorice Root Extract. Licorice? Likör? Nein, irgendwas mit Reiswurzelextrakt, oder? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall die Maske und das ist eine Tuchmaske. Die würde ich mir wirklich nachher drauf machen, ne? Die lässt du 10 bis 15 Minuten drauf und die lässt du so lange drauf bis trocken. Auch 10 bis 15 würde ich tatsächlich nacheinander verwenden. Jetzt einfach mal so aus der Erfahrung heraus. Immer wenn ich Peel-Off-Masken verwende, verwende ich danach noch eine irgendwas mich beruhigende Geschichte, ne? Ja. Und jetzt kommen wir hier mal zum Herzstück. War es das? Oder? Nee, hier sind noch die ganzen... Ganz viele von diesen Schneeflocken, toll, toll. Genau, jetzt kommen wir zum Herzstück. Und zwar Vivian Condor London. Das ist eine Lidschattenpalette. Die Marke sagt mir nichts. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn euch die Marke bekannt ist. Das finde ich, also wir reden ja von 13,50 € pro Box, ne? Da haben wir jetzt allein schon mit dem Nagellack und dem und mit einer der Masken hätten wir den Wert ja schon rausgehabt. Finde ich krass. Und das ist eine Farbgebung. Geil. Also die sind alle schimmernd.
Ich glaube, das Schwarz ist matt, aber ansonsten sind die alle schimmernd. Das sieht sehr, sehr schön aus. Behalte ich die nicht? Ich weiß es echt nicht. Da muss ich mir noch Gedanken zu machen, weil ich habe wirklich eine sehr, sehr große Sammlung. Da muss ich ehrlich sagen, ich guck mal. Vielleicht verlose ich die. Leute, wir machen das so. Ich verlose die hier in diesem Video. So nämlich. Wir haben hier wirklich, wirklich schöne Töne mit dabei, die ich aber weitestgehend schon in anderen Paletten habe. Gerade dieses Lila, was mich persönlich ja anspringt, habe ich so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es von der Textur her ist, aber ich vermute, dass ich es so ähnlich in der 1991 Palette habe. Genau, und das ist die Palette, die ich in diesem Video verlosen möchte. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich möchte sie halt auch einfach jetzt nicht swatchen. Eigentlich. Oder swatche ich die? Ihr seht das ja, ne? Leute, wir machen das so. Ihr seht, dass ich sie jetzt swatche. Genau. Und wenn ihr das doof findet, dann nehmt einfach nicht an der Verlosung teil. Aber ich werde da jetzt den einen oder anderen Ton von swatchen, einfach damit ihr die Qualität sehen könnt, weil ich glaube, das ist ganz fair, ne? Genau. Und dann wird sie hier trotzdem verlost. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, ich bin ja dann nur mit dem Finger reingegangen. Genau. Dann gucken wir uns zuallererst natürlich dieses Lila an. Dann interessiert mich auch sehr, sehr dieser Kupferton hier oben. Den finde ich auch sehr interessant. Also wirklich angenehme Konsistenz auf den Fingern. Okay. Dieser Ton interessiert mich auch. Die Fännchen wackeln ein bisschen, um ehrlich zu sein. Die sind nicht ganz so fest hier drin. Ich weiß auch nicht, ich kenne dieses Preissegment von dieser Palette auch nicht. Und dann möchte ich mir auch diesen ganz hellen, orangenen, peachigen Ton hier mal anschauen, den man gegebenenfalls sogar als Blushstopper verwenden könnte. Okay, so sehen die Töne auf den Fingern aus. Das sieht schon sehr, sehr bunt aus. Wenn wir uns aber die Palette anschauen, haben wir hier hauptsächlich sehr erdige Töne mit drin. Ja, wovon ich jetzt keinen wirklich geswatcht habe. Das ist natürlich auch total großartig. Ich nehme jetzt einfach den hier unten mal mit dem Daumen auf und dann zeige ich euch die Töne. Genau. Wie gesagt, das sind die Töne, die ich jetzt swatchen werde. Auf den Fingern, das ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn man das jetzt ins Gesicht geben würde. Aber ne, so habt ihr wenigstens mal so einen kleinen Einblick. Ja. Oh. Oh, das hat eine schöne Qualität. Also jetzt nicht so ultimativ heftig krass. Aber eine schöne Qualität. Ne? Also damit kannst du wirklich eine schöne Sache auf dein Augenlid bringen. Und ich denke, das wird Freude machen. Und den hier kannst du definitiv als Blushstopper verwenden. Das sieht echt schön aus. Mag ich gerne leiden. Ne? Was meint ihr? Genau. Ja, dann mache ich das kurz hier von den Fingern ab. Und dann würde ich sagen, sind wir durch. Ne? Das habe ich hier jetzt alles einmal gezeigt. Ja. Wir haben jetzt schon mehr als 5 Produkte, oder? Die Lidschattenpalette, 2 Masken, die beiden dekorativen Teile. Nee, das sind 5 Produkte. Und die Seife kommt dann nochmal on top. Genau. Und die Lidschattenpalette, wie gesagt, gibt es in diesem Video zu verlosen, zu gewinnen. Schau einfach in der Infobox vorbei und nimm an der Verlosung teil, wenn du möchtest. Und ja, ihr Lieben, ich fand, die Box hat sich gemacht. Ich bin ja sowieso immer geflasht, wenn wir eine Lidschattenpalette mit in der Box drin haben, gerade wenn das so eine große ist. Und die Qualität, die gefällt mir auch, ne? Also hier so ein bisschen krümelig noch so, aber das ist nicht schlimm. Also die wird sich auf dem Auge auch anders verhalten, weil ich bin jetzt ja mit den Fingern halt auch echt straight reingegangen. Doch cool. Also ich bin auch gespannt, wie das sich so weiterentwickeln wird, wie die nächsten Boxen so ausfallen werden. Und wie die das vor allem toppen wollen, weil das fand ich schon mal richtig geil. Ich finde es auch ehrlich gesagt cool, dass wir mehr dekorative Kosmetik als Pflege hier mit drin haben. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wir tauschen uns gerne sowieso so ein bisschen da einfach mal aus. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!